Hallo und herzlich willkommen zu Marvel's Avengers, der geschlossenen Beta. Ja, ich habe das Spiel vorbestellt, wie ihr höchstwahrscheinlich merkt, deswegen darf ich die Beta auch schon spielen. Und nicht wie andere am 20. ist die offene Beta. Keine Ahnung. Auf jeden Fall dachte ich mir, ich mache mal darüber eine Aufnahme und ich teste mit euch zum ersten Mal das Spiel und teile euch meinen Eindruck mit. Lange Rede, kurzer Sinn, wir starten einfach. Wir nehmen mal den Schwierigkeitsgrad normal. Ja. Kennst du den alten Spruch? Triff nie deine Helden? Also, ich hab sie getroffen. Und es war fantastisch! Genau so hatte ich mir die Avengers vorgestellt. Hallo San Francisco! Thor, Tony, seht nach. Sofort. Bleibt dran, ja? Okay. Das war irgendwie gerade sehr abgespackt. Naja. Vielleicht gehört es einfach zu Beta. Hast du gewartet? Ja, natürlich. Ich wollte dich aufholen lassen. Wow. Langsam wird die Sache richtig interessant. Beeilen wir uns. Na, geht doch. Thor, mach einen Weg auf der Brücke frei. Ei, ei. Los, los, los. Hier sind mindestens 30 bewaffnete Männer. Wir brauchen Verstärkung. Bam. Da bin ich. Thor Odinson. Okay, das ist ausweichen. Bam. Tony, Thor, wie ist euer Status? Starke in Gefahr. Und viele kleine wütende Männer mit Gewehren. Ich hab mir einen Bus eingefangen. Vielleicht hätte ich heute Morgen mehr frühstücken sollen. Thor, danke für die Hilfe. Da sitzen Zivilisten fest, hinter der Barrikade. Verstanden. Bleibt hinter mir. Ich kümmere mich darum. Wir helfen dir, Thor. Ah, das wird lustig. Thor, mit wem haben wir es hier zu tun? Die haben sich nicht vorgestellt. Moment mal. Das sind Waffen von S.H.I.E.L.D. Ich funke Commander Hill an. Cap, die haben das nicht ohne Grund heute gemacht. Sehe ich auch so, Bruce. Bam, aber weggehauen. Ich warte auf die Chimera, bis wir wissen, was hier läuft. Hilfe! Bitte! Bist du verletzt? Nein, ich stecke fest. Zu deinem Glück bin ich mächtig. Danke, Thor. Bring dich in Sicherheit. Sprüche finde ich schon ein bisschen trashig, aber das gefällt mir irgendwie. Thor, danke. Bleibt in Deckung. Hilfe ist unterwegs. Viele Leute. Hütet den Gott. Hier, friss mein Hammer. Bam. Zack. Alter, kommen wieder so viele. Er hat gesagt, dass nur du den ganzen Spaß haben darfst. Ach, Fähigkeiten gibt's auch, gut. Das war ziemlich beeindruckend. Überrascht dich das? Oh, übermütig. Gefällt mir. Achtung! Okay, Leute mit Schilden. Schilde. Niedlich.
Fall, Stark. Hey, komm zurück! Gerade wurde bestätigt, dass die Nummernschilder auf der Brücke zu dem heute Morgen gestohlenen Shield-Konvoi passen. Stand das in einem von Furys Berichten, die ich nie lese? Komm schon, Tony. Die sind wichtig. Okay, von mir aus. Kultar-Raketen? Zum Glück hat Fury meine beste Tech an einem Ort gelagert. Diese Raketen verursachen eine Menge Schaden. Ja, ich weiß. Ich hab die verdammten Dinger gebaut. Alter. Wir sollten den Terrain. Na komm, Leute, los. Denn wenn er getroffen wird. Schon dabei. Dr. Tarten ist jetzt unterwegs zur Reaktorkammer. Ah! In Deckung bleiben. Alles klar. Welcher von euch B-Movie-Statisten hat auf mich geschossen? Na, gucken. Ziehen. Avengers. Der Konvoi transportiert geheime Schießprototypen. Fury beschafft die komplette Liste. Hilf! Sie geht der Katze! Sagen wir Fury, dass ich wirklich gern mit meinen eigenen Waffen beschossen werde. Wir halten sie auf dem Laufenden. Und gut geht's gut. Ich wusste nicht, dass sie den Teil gehört haben. Man sollte meinen, diese Idioten müssten mittlerweile fliehen. Ich glaube, die sind uns einen Schritt voraus. Hier ist noch was anderes im Gang. Es explodiert ganz schön viel in dem Spiel, ne? Also wer hatte die tolle Idee, Shield-Trucks mit Geschützen zu bestücken? Tony! Ach ja, ich. Was ist da unten los, Tony? Ach, gar nichts. Alles super. Ich hoffe nur, die Jungs haben keine... Ich nehm's zurück. Sie haben Pulsarpanzer. Das Schiff ist nicht flugbereit. Wieso bewegt es sich? Jemand hat die Sicherheitsprotokolle initialisiert. Der Autopilot der Chimera hat übernommen. Du brauchst Unterstützung. Wir kommen zurück. Negativ. Sichert die Brücke. Die Waffen dürfen nicht in die Stadt. Verstanden. Du bist dran, Bruce. Ja. Er hat ja viel Bock drauf. Der Hulk. Klatsch, er hat sich einfach geschnappt. Bam. Das Auto haben wir weg. Bam, ja, alles weghaut. Mega geil. Tony, Thor, an mir kleben ein paar dieser Flugdinger. Nervig, die Kleinen, was? Bin unterwegs. Gegen den Hulk hat keiner Chance. So. Alles weg hier machen. Ich hatte heute mit viel mehr Fanclubs gerechnet. Und Kuchen. Konzentrier dich, Tony. Avenger, sprich mit mir. Die Panzer setzen der Brücke ziemlich zu. Sie stürzt doch ein, wenn die nicht ausschalten. Beeil dich, Großer. Hier kann sie nicht mehr einstecken. Boah, Alter, heftig. Wo ist der große Grüne? Ich sehe ihn. Halt, ich setze mit dem Quinjet zur Landung an.
Fang! Deine Erfindungen sind gefährlich, Stark. Hey, diese Waffen waren für die guten Jungs. Findest du das etwa komisch? Nicht jetzt. Wir werden gebraucht. Was geht da vor sich? Ich weiß es nicht, Ned. Anscheinend hat der Reaktor eine Fehlfunktion. Ich sehe seltsame Werte. Wir driften zu einem Wärmesignal in der Bucht. Ned, er wird die Stadt zerstören. Wiederholen, Cap. Ich kann dich kaum hören. Ned, kannst du mich hören? Jetzt spielen wir den Captain. Cool. Bam. Alter. Die Terrigen-Molekularstruktur zersetzt sich zu einem Gas. Etwas speist Energie von unten in den Reaktor. Das ist außergewöhnlich. Doc, ja, soll ich euch umhauen? Das Schiff hält nicht mehr. Bam. Scheiße. Avengers, bericht! Avengers, bitte komm. Der Konvoi transportiert eine tödliche Schalldisruptorbombe. Unsere Feinde wollen sie in der Stadt zünden. Wir stürzen ab. Ich wiederhole, eine Schalldisruptorbombe. Ihr müsst sie sofort sichern. Eine Schallbombe? Soll das ein Witz sein? Die UN hat die vor Jahren verboten. Dann sehen wir uns das doch mal an. Das nenne ich mal einen Auftritt. Wer ist er denn? Wir brauchen den Zünder. Wenn die Bombe hochgeht, wird alles im Umkreis von 10 Meilen verflüssigt. Also, worauf warten wir noch? Spinner. Ich hole dich. Von einem blöden Schiff bis zum anderen. Ich habe das Internet auf meiner Sitz gelassen. Ach ja? Hier ist einer. Heißt, ich tritt dir in den Arsch. Oh, ich habe vergessen, X zu drücken. Ich war gerade von Tor so abgelenkt.
Oh Mann, ja, es passiert ganz schön viel auf dem Bildschirm. Ich muss ja echt sagen, dass das von den ganzen Effekten her ziemlich krass ist. Das kenne ich eigentlich nur von Uncharted. Aber man merkt, dass da in dem Spiel wirklich Geld reingeflossen ist. Geil. Aber mir macht es bisher mega Spaß. Ich meine, ich bin auch ein kleiner Fanboy, das muss ich auch offen und ehrlich zugeben. Ich habe mich mega auf dieses Spiel dieses Jahr gefreut. Aber bisher gefällt mir auch das Gameplay. Alter, er ist dreimal angegriffen. Ist er. Ja, was ist jetzt los? Drücke RT um Videos haken, blauer oder gelb mit dem zu kontern. Soll ich die kontern oder was? Na komm. Eieiei. Du bist nicht dieser Sache. Und das hier riecht nach Ablenkung. Schluss mit dem Gerede. Gravy und Schattenschleier zocke ich an. Magst du keine Überraschungen?
Mach dir nächstes Mal bessere Notizen. Bombe deaktiviert. Das hast du wohl kommen, na super. Was? Glaubst du hast gewonnen? Wovon verdammt nochmal redest du? Sieh dich um, Romanov. Die Welt wird sich an diesen Tag erinnern, als ihre Helden sie im Stich gelassen haben. Halt die Fresse. Was passiert hier? Die Stadt stürzt ein. Steve, hörst du mich? Verschwinde da, los! Peter! Scheiße! Nein. Vor 5 Jahren stellten die Avengers der Welt unerprobte gefährliche Technologie vor, die Schaden in nie dagewesenem Ausmaß anrichtete. Der von uns allen geliebte Captain America kam während des versuchten Diebstahls dieser Technologie ums Leben. Tausende weitere Unschuldige starben und unzählige sind gezeichnet von den Ereignissen des A-Days. Hunderte erkrankten und wurden in seltsame Kokons gesperrt, aus denen sie mit gefährlichen weltfremden Kräften wieder hervorkamen. Ohne eine bekannte Heilung hat sich die Krankheit im ganzen Land ausgebreitet und während sowohl S.H.I.E.L.D. als auch die Avengers versprachen, die Situation zu bereinigen, war es Dr. Banners Aussage, die das Ende einer Ära herbeiführte. Ihre sogenannten Helden haben San Francisco in eine hochinfektiöse Quarantänezone verwandelt. Sie haben mächtige Wesen entfesselt, die unsere Nation verwüsten. Viele Kranke lauern noch unter uns, unidentifiziert. Also frage ich Sie nochmal, Dr. Banner. Sind die Avengers eine Gefahr für die Gesellschaft? Ja. Ihre Aktivitäten wurden verboten und die einst mächtigen Helden gingen verschiedene Wege. Aber aus der Tragödie wird Hoffnung geboren. Nach der staatlichen Auflösung von Stark Industries glaubt Dr. George Talton, selbst ein Opfer des A-Day, und Gründer von Advanced Idea Mechanics, dass Wissenschaft die Lösung für die Probleme unserer Nation ist. Ich wünschte, ich wüsste, was Captain Rogers widerfahren ist, aber ich war weit vom Reaktor weg. Ich habe keine Antworten, aber eins verspreche ich Ihnen. Ich werde dank dieser zweiten Chance für Ihre Sicherheit sorgen. AIM findet ein Heilmittel für die Inhuman-Krankheit. Inhuman-Krankheit, okay. Oh, wir haben neue Ausrüstung freigeschaltet. Tony hat hier seine Sachen verstaut, als Stark Industries unterging. Und wenn jemand weiß, wo Tony ist... Jetzt spiele ich den Part mit Miss Marvel und Bruce. Dieser Weg müsste zum Geheimeingang des Archivs führen. Cool. Ein schöner Tag zum Wandern. Ja, da hast du recht. Trägst du den Funkknopf, den ich dir gegeben habe? Ja, er ist praktisch unsichtbar. Warum sind Sie zu Chimera zurückgekehrt? Bin ich gar nicht. Das war er. Und hat er die Resistance vertrieben? Ich erinnere mich gar nicht, dass überhaupt jemand dort war, Kamala. Usse ist auf ein paar S.H.I.E.L.D. Agents getroffen, aber danach... nichts. Oh. Aha. Ich glaube, ich habe was gefunden! Ja, schauen wir mal, ne? Ganz schön eng hier. Ja? Kopf runter. Hier, ich helfe Ihnen. Oh, danke. Nein, geht schon. Vor uns ist eine Lichtung. Dort müsste der Eingang sein. Cool. Wie sieht Jarvis eigentlich tatsächlich aus? Wie eine alte Festplatte von 1998. Okay, neue Frage. Wie sieht eine Festplatte von 1998 aus? Oh Gott. Wow. Oh Mann, diese Jugend von heute. Na endlich.
Wir sind nah dran. Oh Mann! Das ist zugeschweißt. Papi, schickt Eindämmungseinheiten. Sag dir Bäume, was soll ich tun? Lauf. Alte Zaun zu aktivieren, Zaun aktivieren, Vorsicht auf Vergriffen und Schaden, okay. Weiß ich Bescheid. So, jetzt ist Extreme Shark. Was soll das heißen, Extreme Shark? Versuche, Ziel zu überwältigen. Klatsch. Irgendwas hat mich wieder erwischt hier. Weg mit dem. Klamotten zum Wechseln dabei. Der Hulk immer. Deinem Schweigen entnehme ich, dass du nicht amüsiert bist. Schon okay. Bruce mag meine Witze auch nicht. Okay, okay. Ich werde den Typen mit der Brille nicht mehr erwähnen. So, einmal an die Wand, einmal hier hin. Da oben sind Ressourcen. Ey, was kann ich hier durchschlagen, oder? Tja. Habe ich hier irgendwie ein Menü? Ja, schau mal an. Loot. Zerlegen. Okay. Fähigkeiten. Ah. Ja, also von der Idee her
würde es mir sogar gefallen. Ich bin gespannt, wie es letztendlich ein Spiel umgesetzt ist. Du hast recht. Provisorisch sieht das nicht aus. Hey. Alles gut? Okay. Alles cool. Vermutlich. Oh Mann. AIM ist nicht einfach gekommen. Die haben sich hier eingerichtet. Wir müssen Jarvis finden und dann verschwinden. Wenn das hier vorbei ist, werde ich sehr lange duschen. Das muss das Archiv sein. Direkt vor uns. Irgendwas habe ich gerade nicht geschafft. Was soll das denn? Muss ich ja komplett wieder hoch? Oh Mann. Vogelmann, was machst du hier wieder? Oh, warum kann ich denn plötzlich so hoch springen? Okay. Na, ich verstehe, was er will. Ich bin wie Mario. Und Ali hopp. Ich glaube, AIM hat den Laden übernommen. Ob Mr. Stark wirklich hier ist? Ich könnte durch die Lüftung und es mir ansehen. Das geht auch. Bam. AIM ist überall. Lenk du sie ab. Ich suche einen Zugang. Alarmstufe hoch. Wir werden angegriffen. Sie haben hier überall Wachen. Das ist vielleicht eine schlechte Idee. Mist. Sie regeln alles ab. Ich bin drin. Die Luftschächte sind riesig. Anscheinend hat AIM um das Original herumgebaut. Alles ist neu. Ihn hasse ich ja. Große Gruppe unterwegs zum Aufzug. Oh, ey. So, hier. Das war knapp. Sie hätten mich fast gesehen. Au. Tja. Alles weggeklatscht.
habe ich natürlich alle meine Fähigkeiten ein bisschen verbraucht. Boah, Schwein gehabt. Sechs, acht. Ressourcen, Anforderung. Boost erhalten. Zerlegen. Zerlegen. Nächster Boostkraft. Nächste Combo-Finisher verursachen Gamma-Schaden. Okay. Ah. Der. Dr. Werner? Halt! Stege einziehen, Subjekte zur Anlage reinbringen! Taten ist hier? Sie haben etwas im obersten Stockwerk. Treffen wir uns dort? Könnte das Archiv sein? So, den haben wir verkloppt. Durchs Forschungslabor führt ein Weg nach oben. Du musst durch den Serverraum. Das sind nicht Sie. Das Monster sind nicht Sie, Doktor. Er würde die Zerstörung dieser Forschung nicht wollen. Er braucht sie. Okay, Fähigkeiten. Was haben wir hier? Detektor zu hören, die Energie der... Oh, dann machen wir Zorn hier ein bisschen voll, ne? Oh, ich bin tot? Vielleicht wurde nicht aufgepasst, ne? Ist alles gar nicht so leicht, wie ich man denkt. Nee. Oh, ich kriege Hunger, Leute. Ein bisschen was trinken. Oh. Oh, lecker. Warum ist da eine Drohne gewesen? Aua.
das so eine Art Hulkbuster oder was er da anhat? Ich kann Ihnen immer noch helfen. Also. Bam. Oh, was haben wir denn da? Lassen Sie mich Ihnen helfen, Bruce. Es ist nicht zu spät. Stampf dich hier einfach durch, ne? Diese Drohne nervt, ne? Ich bin in einem Terrigenese-Labor. Was ist das? Verstärker. Haben wir neuen Loot? Ja, weiß ich ja. Ja, weiß ich doch. Ne, können wir zerlegen. Du hast es geschafft! Hier haben sie die Inhumans eingesperrt. Was ist passiert? Hier haben sie ihnen wehgetan. Hulk, du musst für mich dieses Labor zerstören. Zerstör es! Bändig den Hulk! Sie haben die Wahrheit gesehen, Banner. Sie als Einziger. Wir beheben jetzt den Schaden, den die Avengers damals angerichtet haben. Den wir angerichtet haben vor so vielen Jahren. Alle Inhumans haben jetzt die Chance auf ein besseres Leben. Wir können die Inhumans vor einem Schicksal wie den ihren bewahren. Weiter. Sie wollen ein Heilmittel. Er lügt. Er rettet niemanden. Ich wünschte, es wäre anders gekommen. Ich sehe, dass sie ihn bekämpfen. Sie wollen nicht dieses Ding sein, aber sie sind schwach. Alle beide. Die kloppen ja von allen Seiten jetzt gerade rein hier. Da hätten sie noch welche.
Diese scheiß Drohne, Alter. Wie kriegt das mal den hier ins Gesicht und den? Und ich bin wieder tot. Oh. Noch ein bisschen hampelig. Das Ganze hier. Ach, oh Mann. Oh, ich habe schon 50 Minuten gespielt. Ja, ich wollte eigentlich den ganzen Beta-Test an sich hier durchmachen. Sie wollen nicht dieses Ding sein, aber sie sind schwach. Alle beide. Was gefunden wir hier? Hehe. Ausrüsten. Zerlegen. Manchmal sind so viele Effekte auf dem Bildschirm, wo ich gar nicht weiß, was geht denn hier gerade ab. Uiuiui. Ach, spiel ich mit ihr jetzt? Mit Miss Marvel. Unmöglich. Das Archiv. Das muss der Eingang sein. Hulk, ich habe Mr. Starks Archiv gefunden. Ich versuche es zu öffnen, okay? Okay, sie ist wie Ruffy aus One Piece. Verdammt, da steht mir wohl ein Kampf bevor. Reiß dich zusammen, Karl. Du schaffst das. Schalter drücken, damit ich Strom kriege. Ja, wo denn noch? Genau, die Schalter. Nichts wie hin, Kamala. Ach, da. Bewegung, Bewegung! Kommt die
Hier, spiel mal eine Gungum-Faust. Bam. 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 Au, au, au. Verwirrt, wenn welche Seite jetzt? Wieder hinten jetzt oder was? Ja. Rüde nicht rum, Kamala. Leg ein paar Schalter um. Das müssten jetzt aber die letzten sein, oder? Okay, das ist diese Riesenfähigkeit. Riesenfähigkeit ihrer RB-Fähigkeit. Mann, was steht denn sich der Pisser jetzt davor? Bitte hier, Jarvis. Vielleicht versteckt er sich in diesem Haufen supercooler Avengers-Sachen. Bender. Nein, konzentrier dich, Kamala. Du musst einen Hinweis finden. Ich glaube, das hat Thor gehört. Vielleicht ein Geheimhebel? Oh, nein. Nur ein Krug. Ich habe einen Comic gefunden. Wozu Pyrit ausstellen, wenn du dir das Original leisten kannst? Ich muss weitersuchen. Die Mark 1! Wollte er das alles wieder abholen? Pepper Antoni. Ich weiß, ich sollte nicht ausflippen, aber ich flippe gerade aus. Tony Starks Gitarre. Caps erster Schild. Der war am A-Day ausgestellt. Du öffnest keinen Geheimgang, oder? War ein Versuch wert. Egal, ein bisschen Loot. Wollen wir uns schon mal ausrüsten hier?
Was ist hier? Die West Coast Headquarters. Dass er das behalten hat. Und keine Spur von Jarvis. Wo ist Jarvis nur, Mensch? Muss ich hier durch? Nein. Verdammt, ich gekommen. Würde aber Sinn machen, weil hier war doch, glaube ich, noch irgendwas, oder? Die Ecke da. Ihr seht gut aus, Leute. Nicht wirklich, oder? Jarvis. Jetzt muss ich den Hulk suchen und verschwinden. Was hast du denn da, Grille? Abnomination. Wieso gibst du mir das nicht? Ganz sicher nicht. Enttäuschend. Und natürlich kommt Hulk und rettet sie. Willkommen zurück im Land der Lebenden. Sie sehen gar nicht mal so gut aus. An alle Einheiten, findet das Mädchen und geht mir aus dem Weg. Etwas stimmt nicht mit Ihnen. Etwas ist anders. Bam. Ich weiß gar nicht, ob ich das gut machen soll. Langsam wird's lustig. Na, mit dem Smaller One. Bam. Du keine Word, du Testing like you. Ich hab die Pläne des Archivs gefunden. Ich denke, jetzt finde ich auch zu dir. Hoffentlich ist sie bald bei uns. Ja, spüren Sie es? Diese Energie. Hier war meine Evolution. Thank you.
Oh, einmal hat er mich erwischt. Na komm, Kollege Schnürschuh. Was? Oh, er hat mich kurz vorher noch getötet, aber ich sehe meine Leben gar nicht. Oder stehen die über der Twitch-Leiste? Mann, Mann, Mann. Irgendwie alles ein bisschen komisch. Darauf trinke ich nochmal ein. So, jetzt mache ich den. Ja, hab ich dich so erwischt. Muss doch gleich übertreiben, oder was? Ist er tot? Hey, wo sind wir überhaupt? Klar, ich führe Selbstgespräche. In einer Minute ist alles vorbei. Verabreichung des Heilmittels. Was meinen Sie damit? Sie tun ihm weh. Vielversprechendes Ergebnis. Fall 705 hatte einen bemerkenswerten Heilungsprozess und wird die nächsten 24 Stunden beobachtet. Herzlichen Glückwunsch. Sie sind geheilt. Unmöglich. Wir sollten verschwinden. Es ist nicht sicher. Ja. Natürlich. Wenn du willst, mach es dir hier gern ein bisschen
gemütlicher. Oh, danke. Ja? Alles gut? Du bist doch sonst nicht so schweigsam. Ja, alles gut. Okay. Okay. Gut, also... Ja. Was, wenn es echt ist? Was hast du gesagt? Das Heilmittel. Was, wenn es echt ist? Ich meine, es sieht echt aus, aber... Ach. Was, wenn ich wieder normal sein könnte? Naja, weißt du, es... So funktioniert das nicht. Aber du hast es doch gesehen. Es tut bestimmt sehr weh, aber... Vielleicht ist es das ja wert. Kamala... Ich habe nie wirklich dazugehört. Meine Welt waren die Superhelden und... Ich dachte, wenn ich diesen... Wenn ich diesen Fanfiction-Wettbewerb gewinne, würde alles irgendwie... Es spielt keine Rolle. Sieh mich doch an. Ich bin ein Freak. Wow, bist kein... Was du da getan hast... Hey. Was du getan hast, war echt mutig. Es war dumm, aber trotzdem mutig. Und es gibt nicht viele Menschen, die sowas können. Gut ist nicht, was du bist. Wie bitte? Gar nichts. Danke. Das Zimmer ist echt toll. Okay. Oder wird es sein, okay. Also, wenn es fertig ist? Ja, es ist tob dich aus. Gut. Ja, danke. Okay, ich gehe und mach irgendwas. Okay. Alles klar. Oh, gut gemacht, Kamala. Das war überhaupt nicht peinlich. Aber jetzt habe ich ein Zimmer auf der Chimera. Passiert das wirklich? Ja, liebe Leute, ich würde sagen, ich mache hier erstmal einen Cut und ich hoffe, das hat euch gefallen. Ich habe jetzt 70 Minuten lang aufgenommen. Ich denke, das reicht auch für einen kleinen Angezockt-Test. Ich habe zwar nicht viel geredet, habe mehr genossen als geredet, weil mein kleines Herzensprojekt ist das hier. Und ja, mein Eindruck. Ich kann verstehen, wenn Leute davon enttäuscht sind. Ich wusste von vornherein, was sie mir hier liefern wollen. Deshalb hatte ich auch nicht so hohe Erwartungen. Ich meine, so als Fanboy, ja klar, spiele ich gerne dies, das. Mit dem Plus diesen Destiny-Inhalt, mit den ganzen Fähigkeiten, die man sich hier freischalten kann, bin ich ja absoluter Fan von. Ich bin ja Fan von Loot-Shootern und all das, was es drumherum noch gibt. Aber ja, ich kann sagen, ich freue mich auf das Game und es hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, hier das alles zu spielen. Ist halt Kloppe, 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 Bombast-Action und ja, gut. Mit diesen Worten will ich mich verabschieden und wir hören uns. Macht's gut, euer Vogelmann. Ciao, ciao.